Du suchst ein Knoblauchöl, ein Knoblauchöl, ein Knoblauchöl, dann bist du bei uns genau richtig, weil wir haben für dich ein Knoblauchöl. Du willst sehen, wie man Knoblauchöl macht, größte das Knoblauchöl, dann würde ich sagen, bleib dran, weil nach dem Intro wird es richtig. So, können wir loslegen. Geröstetes Knoblauchöl. Du suchst ein Öl, wie im Intro schon. Du suchst, na, das weiß er ja, dann, wenn er schon draufklickt, weiß er ja, was passiert. Dass es jetzt ein geröstetes Knoblauchöl wird. So ein Schmann. Mir fällt nichts ein am Anfang. Hilf mir. Du stehst genauso auf Knoblauch wie wir. Ah, okay. Jetzt bin ich drin. Du stehst genauso auf Knoblauch wie wir. Du bist nicht mein Arbeitskollege, wo Knoblauch hasst ohne Ende. Dann bist du hier genau richtig. Weil jetzt machen wir für dich ein geräuchertes... Ein geröstetes Knoblauchöl. Was wir dazu brauchen, steht hier nämlich auf dem Tisch. Komplett eine Knolle Knoblauch. Ich weiß gar nicht, wie viele Zehen das sind. Ich habe es gar nicht zählt. 3, 6, 9... Das sind ja 13 Zehen Knoblauch. Das ist hier notizierte. Hier eine Pfanne von Barbecue Toro. Unten ist ein Link. Da könnt ihr euch kaufen, wenn ihr wollt. Ein schönes Gefäß, wo wir unser Knoblauchöl einfüllen können. In Olivenöl. Und das war's eigentlich schon. Mehr haben wir hier eigentlich gar nicht. Das sieht eigentlich ganz einfach aus. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Das Video wird relativ kürzer, denke ich. Wir müssen unsere Knoblauchzehen, die können wir jetzt so gar nicht reintun. Wir wollen die rösten. Wir werden jetzt unsere Knoblauchzehen hacken. Und das machen wir jetzt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt tun wir mal den Shishi-Zeug da mal wieder weg, was der Gordon unbedingt braucht fürs Kamera-Dingsbums da. Ihr wisst ja, Gordon ist schon fürs Shishi, ich brauche das nicht, ich will essen. So, jetzt würde ich sagen, das reicht so. In der Zwischenzeit, bis ich fertig bin mit Reden, nehme ich unsere gusseiserne Pfanne und packe die auf unseren Holzkohlegrill. Da haben wir Kohle, Marabokohle, die gibt richtig Hitze, die stellen wir jetzt mitten in die Glut. Schön, dass ihr steht. Perfekt. Da lassen wir es jetzt aufheizen. Guck mal, ob er richtig... Hitze hat sie genug. Das lassen wir. Jetzt kommt ein Schluck Olivenöl rein. Wirklich nicht viel. Also wirklich nur ein Schluck. Das reicht schon. Jetzt nehmen wir unser Knoblauch. Der kommt jetzt komplett rein. Und ihr merkt schon oder hört schon. Der ist richtig heiß. Und jetzt immer wieder rühren, bis unser Knoblauch goldbraun ist. Und dann sind wir an der Zielgeraden. Und aufpassen, nicht so lang. Ihr wisst, Knoblauch verträgt richtig brutale Hitze nicht so. Er wird dann bitter drum. Immer wieder rühren, rühren, rühren. Goldgelb oder goldbraun. Und dann ist er perfekt. So sieht er richtig schön aus. Hier haben wir goldgelber Knoblauch. Jetzt muss ich schnell sein. Weil die Pfanne ist so heiß. Die nehme ich jetzt runter, stell die hier drauf. Gordon meckert jetzt bestimmt gleich wieder. Jetzt haben wir mal einen Trichter geholt. Hier haben wir einen Löffel. Hier ist der Rücken vom Gordon. Den Trichter brauchen wir jetzt. Tun wir da hin. Weil jetzt kommt unser gerösteter Knoblauch einfach da, da rein. Jetzt wird es mit komplett, also jetzt füllen wir es komplett mit Olivenöl auf. Drum können wir den Trichter drin lassen. Jetzt haben wir den Deckel zugemacht. Und was machen wir jetzt noch bei Knoblauchöl? Genau, wir schütteln das jetzt noch komplett, dass das Öl sich komplett mit dem Knoblauch verbinden kann. Ihr müsst jetzt aufpassen, wenn ihr das so im Kühlschrank stehen lasst, kann es sein, dass es gern anfängt durch die Gase, was Knoblauch hat, und euch springt morgen den Deckel weg. Also ihr würdet den Deckel sogar, wenn ihr im Kühlschrank habt, auflassen. Andere Dinge, wenn ihr das so im Kühlschrank reinstellt,
sind die Vampire eigentlich weg. Also es hat nur Vorteile, müsst ihr halt aufpassen. So wäre jetzt unser Knoblauchöl geröstetes Knoblauchöl fertig. Verbraucht es relativ schnell. Also hebt es jetzt nicht eine oder zwei Wochen auf, weil Knoblauch gärt und wird irgendwann faulig da drin. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Vielleicht haben andere Erfahrungen, die schreiben es bitte unten rein. Aber das hält ungefähr bei uns für 3 Tage. Wir machen das meistens immer so, dass wir Gerichte haben. Wir nehmen das zum Beispiel einfach als Topping für irgendwas drauf oder für eine Pizza als Knoblauchöl. Mega cool. Und ich würde sagen, ihr macht es einfach nach. Wenn es euch getaugt hat, schreibt es unten in die Kommentare. War jetzt ein schnelles Video. Wenn ihr das Rezept nachlesen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun, wenn ihr keine Lust mehr habt, das Video anzugucken. Schreibt euch der Gordon immer schön auf mgbarbecue.de. Da könnt ihr genau dieses Rezept nachlesen. Da kommen auch nur Rezepte, keine Tutorials oder Tests. Nur Rezepte kommen da drauf. Da könnt ihr das nachlesen. Jederzeit könnt ihr einfach mgbarbecue abspeichern, euer Browser oder wo auch immer, wie ihr das wollt. Und ihr könnt das immer schön nachmachen. Oder du willst nicht verpassen, was wir mit dem Knoblauchöl alles machen, dann musst du uns abonnieren oder darfst du uns abonnieren, weil es kommt jeden Donnerstag um 18 Uhr und jeden Sonntag um 11 Uhr ein Video raus. Da könnt ihr immer geile Rezepte oder Tutorials für irgendwelche Sachen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, ihr bleibt uns treu, wir haben euch lieb. Peace and ciao!